So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Der Zai ist da, repariert gerade den PC und da hat der Ramses gedacht, warte, ich mache uns erstmal ein paar kühle Getränke. Denn der Sondengänger hat mir ein Paket geschickt, da waren diese super Getränke drin von der Firma Don't Eat It, Drink It, ne? Wenn ihr das kennt, Don't Eat It, Drink It mit dem Getränk Candy Can, also das ist die Süßigkeiten-Tonne. Sparkling Bubblegum Drink Zero Sugar. Das sind verschiedene Sorten. Sparkling ist alles. Candy Can ist alles. Don't Eat It, Drink It ist alles. Zero Sugar ist alles. Aber wir haben Bubblegum. Wir haben Peach Hearts. Ne? Wir haben Birthday Cake. Wir haben Sour Apple. Und... was machst du da? Und wir haben Marshmallow. Die möchte ich jetzt mal fürs Thumbnail erstmal hochhalten, dass wir sehen, wir haben alle Candy Cane Sorten am Start. Die wollen wir jetzt alle mal probieren und mal testen. Die stelle ich jetzt alle mal hier rüber, verteile die. Das hier kommt weg. Alles natürlich in dem Berliner Luftgläschen und am Ende alle Sorten zusammen in dem auf die dicken Bier. Krug, Bierglas. Was kennen wir denn? Ich bin jetzt mal gespannt. Also saurer Apfel müsste man kennen. Marshmallow, Bubblegum, Birthday Cake, Peach Hearts. Wir fangen mal ganz normal an mit Peach Hearts. Denn Peach Hearts dürfte ja eigentlich nur Pfirsich sein. Das ist alles mit Kohlensäure, aber alles ohne Zucker. Ich sag's nochmal dazu, schmeckt bestimmt also alles widerlich. Ich finde das Design der Dosen eigentlich richtig cool. Ja, Peach Hearts, hier sieht's aus, als wären da lauter so Süßigkeiten drauf. Hier steht Candy Can Peach Hearts. Wie findet ihr das Design? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir machen das jetzt mal auf. Zack. Bin ich natürlich auch gespannt, wie der Farb aussieht. Ob das alles durchsichtig ist, ob das rosa ist. Lila? Hä? Ich hätte jetzt gedacht, entweder ist es durchsichtig, also richtig klar, dass du gar nichts erkennst. Oder es ist vielleicht einfach so bräunlich, so... pfirsichmäßig, aber guckt euch mal diese Farbe an. Es ist ganz leicht rosa, zart rosa und riecht halt einfach irgendwie wie Pfirsichtee. Pfirsichtee, ja? Zero. Kann man mal machen. Schmeckt wie so ein Brausebonbon-Ding, irgendwas. Aber auf Dauer ist das wieder was, wo sich dir der ganze Magen zusammenzieht und du einfach nur denkst, oh mein Gott, was ist das denn? Pfirsich, okay, in dieser Kombination sowieso durch das Siro und durch das Sparkling ist mir das aber alles irgendwie zu aufdringlich und zu sauer, zu sehr prickelnd. Kommen wir mal zur zweiten Sorte. Kommen wir mal, ne, warte mal, wir müssen, das müssen wir als zweites nehmen, weil das kennen wir ja wenigstens. Wir haben jetzt Sour Apple, ne? Der saure Apfel. Candy Can, diesmal haben wir keine Bonbons, die da rumfliegen. Wir haben einfach nur hier so Streifen. Auf dieser Dose sind so Streifen, die sich da bewegen. Ne? Candy Can, Sour Apple, auch Zero. Das dürfte auch ein bekannter Geschmack sein. Da denke ich jetzt aber wirklich, dass das grün ist. Ja, das passt, wenn ich das einschenke. Es ist wirklich grün. Wer hätte das gedacht? Guckt euch das an. Diese zarte grüne Note, die sieht richtig gut aus. Ohne viel labern, einfach mal rein. Wow! Also das ist original wirklich saurer Apfel. Ich habe in letzter Zeit so viel Zeugs gehabt von Flying Power, Extreme Sour Apple. Das hat eher vollmundig apfelig geschmeckt und gar nicht so sauer. Aber das hat so einen extrem sauren Geschmack von einem Apfel zu Beginn. Und dann ist das sofort wieder weg, geht in etwas Wässriges über, was dann diese herbe Zerronode am Ende bringt. Also das so zu trinken, wenn du direkt beim Trinken diesen Apfelgeschmack hast, er direkt wieder verfliegt, finde ich auf jeden Fall sehr speziell, sehr genial, gefällt mir. Anders als das Peach Hearts,
Das ist von Anfang bis Ende einfach boah, abartig, brauselig, keine Ahnung. Das hat was, das schmeckt wie die Apfelringe, das schmeckt richtig wie eine Flasche, wenn du dir saure Apfel so reinziehst, ja. Also ganz speziell, kann man bestimmt auch mal mixen mit irgendwas. Kommen wir zu Marshmallow. Marshmallow, das nächste, ihr seht auch wieder Candy Cane, aber Marshmallow, wie sieht die Dose aus? Die hat ja auch lauter Streifen um sich rum, okay. Das sieht nett aus. Marshmallow. Wir haben letztens irgendwas mit Marshmallow gehabt, was eigentlich so gut wie auch kaum Geschmack hatte, einfach halt nur ein bisschen süß war. Hier haben wir jetzt eine durchsichtige Farbe, die eher weiß ist und ein bisschen trüb, ne? Ein bisschen sämig. Ihr seht, ihr könnt ja nicht durchgucken. Sieht eher aus wie so Kokoswasser, ein bisschen. Ist gefühlt sehr geruchsneutral. Ihr habt eine süßliche Note, aber irgendwie auch sehr geruchsneutral. Hauen wir uns mal das rein. Oh. Nee, das ist nix. Das ist gar nix. Was hat Marshmallow? Gut, Marshmallow hat an sich keinen Geschmack großartig. Ist einfach ein bisschen süß. Schaumstoffzeugs, wo du drauf rumkaust und das süß ist. Und hier auch, was eine so extrem künstliche, süß erzeugte Note. Und dann zieht sich direkt der Magenzahn durch den Zerro. Also Marshmallow bis jetzt die schlechteste Sorte. Kann ich gar nicht empfehlen. Finger weg. Da gönnt euch lieber noch Pfirsich, aber bis jetzt immer noch Sour Apple, der Babo, bis jetzt der Gewinner. Ich bin mir jetzt unsicher, Bursting Cake oder Bubblegum. Ich denke mal, Bubblegum, auch vom Design her, gefällt mir am besten. Gehen wir also zu Bursting Cake nach Marshmallow, also Bursting Cake. Was auch hier sehr bunt ist, sehr viele Farben. Bursting Cake von Candy Can. Einmal auf, einmal rein. Farbe, das ist aber jetzt rosa, da ist das erste doch eher lila gewesen, während das jetzt zart rosa ist. Vielleicht hat es auch dieselbe Farbe wie das erste, ich weiß es nicht. Guckt es euch an, wie findet ihr die Farbe, bisschen so rosé, sieht gut aus. Riecht verdammt süß. Schmeckt wie ein zartes, leichtes Parfüm. Auf jeden Fall viel besser als Marshmallow. Und das hat irgendwie so wirklich, wirkt ein bisschen angenehm süß. Während Marshmallow einfach komplett chemisch, künstlich süß war und total widerwärtig. Also Birthday Cake würde ich auf Platz 2 sehen gerade. Saurer Apfel 1, Birthday Cake 2, Pfirsich 3, Marshmallow 4 auf dem letzten. Aber wir haben ja noch Bubblegum. Da finde ich die Dose am coolsten, dann guckt euch die mal an. Die hat überall hier diese kleinen Bällchen, ja. Bubblegum. Einfach so. Bubblegum. Und dann drehst du die hier rum und dann hast du die da. Und die möchtest du aufmachen. Und hier möchtest du jetzt einen richtig schönen Tutti Frutti Geschmack haben. Füllen wir also ein. Haben hier auch eine rosane Note. Aber richtig dick und fett. Nicht durchsichtig wie der Rest. Riecht. Eigentlich eher, naja, unauffällig. Kein starker Geruch, da hätte ich jetzt mehr erwartet. Gut, es gab früher immer so Kaugummi-Streifen in so einer Packung, wo du aufgemacht hast und hast dir einfach ewig lang rausgezogen, in den Mund reingepresst, ja. Das hat auch was Süßliches für Bubblegum, was so durchkommt, aber der Geschmack ist auch direkt wieder weg und dann hast du auch wieder diesen Zerro-Geschmack hinterher. Ich weiß nicht. Ich glaube wegen dem Design, weil mir das Design gefällt und weil Birthday Cake, ja, ich würde Bubblegum und Birthday Cake trotzdem auf Platz 2 sehen. Sour Apple auf Platz 1, dann Pfirsich, dann Marshmallow. Meine Reihenfolge, aber im Endeffekt schmeckt mir selbst das Sour Apple nicht unbedingt so gut oder so toll, dass ich es jetzt unbedingt nochmal kaufen würde. Ich würde also alle 5 Sorten nicht weiterempfehlen. Ich würde die alle 5 nicht nochmal kaufen. Ich würde die Finger davon lassen. Und jetzt muss ich alle noch zusammen würfeln. Wir haben also hier die beiden Zweitplatzierten. Birthday Cake und Bubblegum
Wie kommen so zwei jetzt hier rein? So, dann haben wir das letzte Marshmallow und das zweitletzte Pfirsich. Die kommen jetzt oben drauf. Und der Gewinner von heute, das Sour Apple, ne? Der saure Apfel, der rundet das Ganze ab mit seiner grünlichen Farbe. Den machen wir schön hier voll. Ich würde sagen, jetzt ist alles wieder zusammengemischt. Das hat jetzt hier auch wieder so eine Färbung. Sieht aus wie Blutorange, Zerro, ne? Das letzte hat halt die Färbung gemacht. Bubblegum hat so eine krasse Farbe gehabt, war richtig dick von der Farbe. Nichts Transparentes. Riecht einfach wie ein Haufen, wie eine Schüssel Würmer, würde der Ditschnitt sagen. Riecht wie eine Schüssel Würmer. Wir ziehen uns das jetzt mal rein, mal gucken, wie das schmeckt. Ich würde jetzt schon mal sagen, Peace out, Fallout, euer Ramses. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Kennt ihr die Firma? Don't eat it, drink it. Habt ihr schon mal diese Candy Can Sachen getrunken? Ich glaube, vom Hyper Noob. Der hat im Fanchat da ein Bild gepostet, dass er letztens auch da eine Sorte probiert hat oder so und die ihm gar nicht geschmeckt hat. Ich weiß gerade nicht mehr, welche das war. Ich weiß nicht, ob er die anderen alle kennt. Also schreibt es mir in die Kommentare. Kennt ihr Candy Can? Und wenn nicht, braucht es nicht kennenlernen. Lasst die Finger davon. Außer ihr steht auf Zerro-Getränke im Allgemeinen, dann probiert euch mal ran. Aber für mich ist das weiterhin nichts. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Geschmack? Ich glaube, das ist der Birthday Cake. Das, was mir jetzt herausgestochen ist, war der Birthday Cake. Also Birthday Cake hat den Geschmack ausgemacht für das ganze Glas. Peace out, euer Ramses.